Mittlerweile habe ich mich ein bisschen umpositioniert. Ich stehe jetzt vor dem Steep-Poster. Und für alle, die nicht wissen, was Steep ist, das ist praktisch so eine alpine Action-Sport-Simulation in Anführungszeichen. Das heißt, man kann verschiedene Action-Sportarten ausprobieren. Man kann dieses Off-Pisten, Skien und Snowboard-Fahren ausprobieren, beziehungsweise fahren. Dann hat man Wingsuits, die man hier gerade hier oben sieht, oder man kann mit dem Fallschirm irgendwo runterspringen. Das sind praktisch so die Hauptsachen, die man in dem Spiel machen kann. Und ist an sich eigentlich auch ganz spaßig, weil die Welt eigentlich echt gut aussieht. Es ist ziemlich groß. Die Bergformen sind interessant. Also man kann tatsächlich, es sind tatsächlich Aufwinde an einer Bergsteigung dran. Und wenn es dann runter geht, zieht sich die Luft wieder so ein bisschen mit runter. Also da haben sie sich an avinautische Grundregeln haben sie sich gehalten. Das geht eigentlich. Das Problem ist, wenn man das 2-3 Mal gemacht hat, ist das beim ersten Mal cool, beim zweiten Mal noch in Ordnung, beim dritten Mal hängt es dann zum Halse raus. Und ich habe das nur kurz in der Demo angespielt. Ich hatte, glaube ich, 15 Minuten Demo hatten wir. Und ich muss sagen, nach 10 Minuten habe ich mir schon gedacht, ja, könnte jetzt auch langsam vorbei sein. Ist nämlich eigentlich ziemlich langweilig. Also wenn jetzt sie nicht irgendwie noch das große Ding da aus dem Hut zaubern, dann fürchte ich leider, dass das Spiel an sich eine recht interessante Sache ist, aber leider viel, viel zu schnell den Reiz verliert. Wenn man nach 15 Minuten Gamescom, dem man schon keine Lust mehr auf das Spiel hat, dann ist irgendwas grundsätzlich in der Entwicklung falsch gelaufen. Ich kann die Intention verstehen, warum man sagt, wir machen das, weil so Action-Sportarten ja gerade sehr, sehr populär sind. Sieht man auch daran, dass sie jetzt unter anderem bei Olympia auftauchen. Also ich kann verstehen, warum man sich entschließt, wir machen ein Spiel mit Action-Sportarten. Eigentlich kann ich nicht verstehen, wie man es schafft, ein Spiel mit an sich spannenden Sportarten so derartig langweilig zu gestalten. Deswegen weiß ich nicht. Es ist vielleicht für Fans der Sportarten mag es vielleicht was sein, für mich ist es nichts. Deswegen hoffe ich mal, dass es vielleicht im längeren Zeitraum, dass dann irgendwas noch passiert im Verlauf des Spiels, dass man sagt, jawohl, das macht Spaß. Aber ansonsten fürchte ich, dass wenn sie den Booth hier aufräumen in der Consumer Area und das Plakat mitnehmen, das Spiel direkt in diese Mülltüten da vorne stecken und das ganze Ding möglichst schnell von der Gamescom und vom Markt entfernen, weil so wie es momentan ist, finde ich es einfach nur extrem langweilig und ich weiß nicht, warum Ubisoft sich dazu entschlossen hat, ein solches Spiel in Auftrag zu geben. Also ich hätte beim ersten Pitch schon gesagt, Jungs, ist vielleicht ein bisschen langweilig. Also wie gesagt, bildet euch da selber eine Meinung drüber, ich will euch die nicht diktieren, also so ihr habt ja noch 2 Tage hierher zu kommen und euch das anzugucken. Ansonsten, ich werde es mir vielleicht auch nochmal angucken. Da war jetzt nicht so viel los bei Steve. Also es kann durchaus sein, dass ich da morgen früh mal hingehen werde und mir das nochmal angucken werde, um dem Spiel nochmal eine Chance zu geben, um das Ganze fair und ausgeglichen zu machen. Aber ich fürchte leider, meine Meinung wird sich nicht mehr groß ändern. In dem Sinne, bleibt gespannt. Ich werde auf jeden Fall Bericht erstatten, wenn ich es nochmal gespielt haben sollte. Und bis dahin bleibt uns treu und auf Wiedersehen.